Guten Morgen, hallo wach. Es ist der 6. Oktober, in 3 Monaten ist Nikolaus, und wir haben 6:07 Uhr, Early Bird. In diesem kleinen Clip geht es um Nasdaq, und irgendwie ist da momentan so ein kleiner Stimmungsumschwung festzustellen. Aber nicht nur da, im DAX ja auch, Gold auch. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, woher diese, ich nehme wieder das Wort in den Mund, Sorglosigkeit kommt. Für mich hat sich seit einer Woche oder seit 2 Wochen mal überhaupt nichts geändert. Wir haben keinen Inflation Peak, wir haben keinen Interest Peak, wir haben gar nichts. Wir haben genau die gleichen Probleme wie vorher. Vielleicht gibt es ein Problem ein bisschen weniger bald, das ist mit Bolsonaro in Brasilien, aber das hilft mir doch nicht, dass hier der Nasdaq steigt. Wie dem auch sei, wir haben anscheinend so eine Art Entlastungsrallye. Und für mich ist dieser Punkt hier relativ wichtig gewesen, diese 11.000. Das kommt von hier hinten, da waren wir am 10.07.2020. Wurde dann hier bestätigt, hier nochmal bestätigt. Und genau da haben wir jetzt diesen Doppelboden. Hier waren wir sogar ganz kurz mal unter der 11.000, aber ich glaube nur um 3 oder 4 Punkte. Das war ganz wenig, aber wir haben hier ganz klar für jeden ersichtlichen Doppelboden. Wir drehen über die Technik hoch, über die traditionelle Sichtweise, genauso wie über die moderne. Stochastik ist positiv, also der wird jetzt erstmal von der Leine gelassen. Erinnert euch mal an den DAX, das haben wir gestern bzw. am Dienstag schon gesehen. Das war die 20-Tage-Linie. Die ist beim Nasdaq bei 11.717. Da sind wir also quasi dran. Ja, gestern beim Hochkurs. Der Hochkurs war gestern um 11.646. Das ist nicht mehr viel. Das ist eigentlich Pflicht, was wir die jetzt rausnehmen. Also daher sieht es ganz gut aus. Ich habe hier einfach einen Trend ziehen können. Mehrere Berührungspunkte. Ist auch sehr schön, befindet sich in der Nähe der 200-Tage-Linie, die ist bei 13.245. Also der hat jetzt für mich mehr kurzfristig, mehr Potenzial als Risiko. Das Risiko ist ganz klar bestimmbar. Jeder Long muss unter 11.000 gestoppt werden. Also ich gehe da auch ein bisschen weiter, sagen wir mal 10.920. Da muss ein Long raus. Das Ding hat aber auch den Vorteil, dass ich ganz nah, das werdet ihr gleich beim Schein sehen, ganz nah da rangehen kann. Komm, ich mache den Schein jetzt schon mal rein, zumindest mal den Call. Dass wir das direkt hier auch gleich mit verhaspeln. So, und zwar habe ich ausgesucht einen 10.845er. Da sind wir hier. Der muss gestoppt werden, spätestens sagen wir mal bei 10.940 muss der gestoppt werden. Der hat im Moment einen, wie ich finde, moderaten Hebel von 16 und das ist die GK9S75. Ich habe morgen wieder alle Scheine überprüft. Also Goldman ist da eine Macht, das muss man ganz klar sagen. Das ist schon erstaunlich. Nochmal GK9S75. Der ist ganz nah dran, aber wie gesagt, er muss gestoppt werden. So bei 10.930, 40 muss er gestoppt werden. Ich bin richtig nah dran. Ich brauche keinen Schein hier unten irgendwo zu nehmen bei 10.000 oder tiefer. Muss ich nicht machen. Zum Put kommen wir gleich. So, wie weit kann der Freund gehen? Ich mache das jetzt mal so, dass ich hier einen. Ups. Komm her. So, einen Downtrend ziehe. Über, schlicht und ergreifend über die letzten Hochs. Dieser Trend ist nicht so schön wie jener hier. Der hat 6 oder 7 Auflagepunkte, der hat eigentlich nur 2. Und er liegt per heute bei 11.863. Also ganz grob 300 Punkte über dem Schlusskurs von gestern, vom Mittwochabend. Der ist also auch relativ nah. Dann habe ich die 20-Tage-Linie als Widerstand, 11.717. Und jetzt mache ich noch eins. Jetzt gucke ich mal, wie das von dieser Bewegung hier von den Fibos her aussieht. Da kommen wir auch so an die 12.000, ziemlich genau an die 12.000, das ist das 38er. Das ist aber, ich finde, das ist nicht mehr weit weg. Das nehme ich zur Kenntnis. Ja. Aber mir ist dieser Punkt hier eigentlich wichtiger. Das ist die 12.331, das wird das 50er-Retracement. Eine Marke, die meines Erachtens nach nicht in einem jetzt wahrscheinlich kommenden Anlauf gebrochen wird, ist das 61er bei 12.655, weil wir haben hier dieses kleine Zwischenhoch vom 12.9., das war genau bei 12.750, da haben wir auch das obere Band. Also egal, was jetzt hier passiert, da sollte man nicht drüber gehen. Deswegen habe ich mir auch den Put dahin gelegt, beziehungsweise ein bisschen darüber. Wo ist er? Hier ist er. 12.935, da sind wir hier.
Und das ist im Moment ein Hebel 8, die Entschuldigung, GK9S4L. Der ist nur mit dem Hebel 8 nur gedacht jetzt erstmal für die Watchlist. Das ist kein Investment. Ja? Ich habe den Eindruck, der will hier einfach noch mal ein bisschen höher. Mal gucken, wie weit er kommt. Und bei mir sind halt dann die Widerstände erstmal 12.000, aber mehr so als runde Zahl. Aber die 12.331 und insbesondere die 12.655. Das sind so bei mir die Widerstände, die ich da jetzt momentan habe. Aber ich habe den Eindruck, wie gesagt, Sorglosigkeit hin und her. Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es ist so, dass wir erstmal nochmal hier so in diesem Bereich hier oben reingehen. Also für einen Short ist es zu früh, aber der Shortschein, den ich euch eben genannt habe, der gehört auf jeden Fall auf die Watchlist. Und dann mal gucken, wie sich der Freund hier in diesem Bereich hier oberhalb des 50er Retracement, wie er sich da schlägt. Ganz wichtig, diese Unterstützung bei der rund 11.000. Ja, und lassen wir ihn einfach mal laufen. Mal gucken, was passiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.